Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge ARK. Ich bin hier gerade ein bisschen am Farmen. Und zwar brauchen wir Wood für unsere neue Base. Weil dieses kleine Ding, was wir da gebaut haben, das wird noch längst nicht alles gewesen sein. Es wird noch richtig groß. Und ja, da wir im Moment noch keinen Mammut oder so haben, müssen wir alles noch mit der Hand farmen. Das ist ein bisschen mühselig, aber ja, schon okay. Wenn man das einmal oder zweimal am Abend macht, dann ist das jetzt nicht so schlimm. Hässlich wird's, wenn man das den ganzen Tag macht. Da kommt da jetzt gerade AFK, ich habe aber trotzdem mal die Aufnahme gestartet. Wir brauchen ihn ja nicht immer. Ich habe übrigens zwei nette Begleiter. So, und zwar der, ich weiß gar nicht mehr, wo ich hin muss. Der Kano ist ein bisschen mit zum Fleischfarmen. Weil Dinos sind rar auf dieser Map, da die Spawn-Anzahl der Dinos sind genauso hoch wie auf der normalen Map, nur diese Map ist halt viel, viel größer. Und da das. Lol. Da das ziemlich viel Ressourcen frisst. Oh lol. Da das alles ziemlich viel Ressourcen frisst. Müssen wir das halt so lassen. So. Kommt jetzt mit. Ha. So, hier hoch. Ich versuche nämlich gerade irgendwie wieder zurückzukommen zu unserer Base. Ich müsste irgendwo ganz weit hier oben sein. Ich gehe mal noch zu den Bäumen ein bisschen Holz farmen. Oh. Müde. Aber der Bronte followt immer noch, das ist gut. Der ist nämlich ein bisschen langsamer. Komischerweise. So, hier. Den Patschi mal angreifen, Mr. Kano. So, wenn man die auf Unfollow packt, dann fressen die dann auch. Oh, ich sollte jetzt nur, wenn ich gleich näher bei der Base bin, sollte ich nicht J drücken. Das wäre ein bisschen schwierig. So. Sind wir gleich hier über die Kuppe hinweg? Nee, sind wir nicht. So, Steine brauchen wir auch ein bisschen. Dup, 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 dup. Los. Wahrscheinlich müssen wir ungefähr in die Richtung. Ach. Alleine rennen tue ich fast schneller, aber ich glaube nur, weil ich noch ein bisschen voll bin und der Kano deshalb nicht so schnell laufen kann. So, jetzt sollte es besser gehen. Was in diesem Gebiet halt übelst ätzend ist, sind die Bäume. Hier sind gar nicht so viele. Oh. Oh fuck. Jetzt habe ich ein Problem. Scheiße, ich renne mal weg. Ich wette, den Kano werde ich jetzt wahrscheinlich verlieren. Sehr gut. Und ob, lol. Da bin ich wieder. LOL. Was? Ja. Ja, was? War das bei uns in der Nähe? Nee. Ja. Wo war das denn ungefähr? Das war, am Berg. Da wurde wo hier? Da waren halt vier oder fünf Wölfe. Aber schon am Schneeberg. Ja, am Schneeberg. Gibt's auch noch? Ja, ich kämpfe gerade mit dem Bronto gegen die Wölfe.
gegen den letzten. Ah. Oh, die teilen gut aus. Ja. Kannst am besten in die eine Rolle machen. Oh, kann ich sowas gar nicht. 116, blöde. Ah. Na toll. Warst du auf dem Kanon drauf in dem Moment? Ja. Mit, die haben halt so einen krassen Rückstoß mit vier Leuten. Wo ist der denn? Hast du den gefunden? Ja, hier. Ah, scheiße, ey. Ja, das war unser Kano. War. Ich leg mal alles in Dings rein. Hm. So. Ich gehe zurück und mach weiter. Denk über deine Schandtaten nach. Ja, kacke, ey. Schreiosaurier, ich hab ihn geliebt. Das war, ist ja nicht so, dass er nicht lange gezähmt wurde. Naja, nur 4 Stunden. Ich habe gedämmt, als hätte ich ihn irgendwie selbst produziert. So war unsere Verbindung. Ja, dieser doppelte Dino-Schaden ist halt so heftig. Ja. Wer macht denn auch so eine Scheiße? Ja, ich hab keine Ahnung. Ich wollte dann noch zum Bronto, dass der mir hilft, aber dann war ich halt schon ein Viertel Leben. Ist der Kano denn schneller als die Dinos? Als die Wölfe? Nein. Es sind halt Wölfe. Ist das ein Kano? Ich wollte halt den Bronto auch nicht alleine lassen, ne? Okay, unser nächster Plan wird ein... Pascal Benchen wird man. Nein, ein T-Rex. Nein, ich will wieder mein Kano zurück. Ja, dann... Was braucht er denn für Kibbel? Alle. Nein, er braucht nicht alle Kibbelsorten. Doch. Er war was Besonderes. Oh, scheiße. Ist deine Schuld. Die Zuschauer schreiben bestimmt in die Comments, was ich alles hätte besser machen können, dass ich ein Kacknoob bin. Ja. Rob. Kanosaurus. Kanotaurus heißt der ja. So, und zwar braucht der Ankylo-Eckkibbel. Ja, dann weiß ich, was du jetzt vorhast. Ja. Und was braucht ein Ankylo? Alter, was ist denn mit dir? So geht das Spielchen. Nö. du weißt aber schon, dass ich das jetzt persönlich nehme. Dylos! Okay. Das, okay. Okay, mein Ehrgeiz ist jetzt gepackt. Ich kenne jetzt meinen Plan. Ich kenne meinen Plan. Das wird ein richtig krasser Eingriff in die Natur. Morgen früh möchte ich hier gerne wieder ein Kano stehen haben. Nein, morgen früh gibt es noch kein Kano. Dann heute Abend noch. Nein. Doch. Kano gibt es in einer Woche ungefähr wieder. Was? Ja, ich muss jetzt erst Dylos zähmen, dann muss ich Ankylos zähmen und dann zähme ich ein Kano. Du spielst mit dem Feuer, junger Mann. Und jetzt muss ich erst mein Eiergehege machen. Ja. Hier ist ein Dylo. Hoffentlich tötet er dich. In deiner Sippe. Oh, kacke. Ja. Ich hab ihn echt gern gehabt. In unseren kleinen kümmerlichen Arme. Du so, ich bin wieder da. Was? Ah, blöder Pascal. Oh, lass mich doch ruhig. Ja, komm,
Schaufeln für heute. Hä? Bitte. Held. Sollen wir den Bronto töten? Ich töte gleich dich. Wo ist eigentlich unsere Base? Wir haben keine Base, ich habe sie abgerissen. Vor lauter Tiltiness. Tiltiness, ja, genau das Wort. Ich war direkt da, lol. Da ist ein Bär. Nee, das ist kein Bär. Oh, wir können jetzt nicht mehr Leder farmen. Alles deine Schuld, Arschloch. Was baust du da eigentlich? Ja, gar nichts mehr. Ich mach's jetzt kaputt. Ich kauf dir jetzt TNT und zerstöre alles. Gut. Was soll? Kann mir Garin sagen, dass er mit seinen T-Rex vorbeikommen soll? Der alles zu Staub macht. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Gott im Maul. Ich kann dir genau sagen, was bald auch nochmal Asche und Asche und Staub und Staub und überhaupt. Und so. Ja, genau. So und nicht anders. Warum hat er so viel Miet bei sich drin, der Bronto? Ja, das ist alles von Dings gewesen. Oh Mann. Oh nee, Pascal. Bin ich mal entschuldigt dafür. Diesmal bist du unschuldig. Dafür hast du davor schon ziemlich viele Sachen umgebracht. Ja, warte mal, aber niemand, der wichtig war. Und alle so unwichtige Kleinigkeiten wie ein Dodo. Was, du hast 5 Trikes hintereinander umgebracht? Ich? Ja. Ja gut, vielleicht, ja. Kann wohl stimmen. Ja. Aber das muss doch jetzt keiner wissen. Darf ich schon meinen Zaun anfangen? Nein. Du darfst jetzt AFK gehen. Okay, du willst hier rüber bauen. Das heißt, wo baue ich mein Diene. Hä? Auch eine Diene. Was erzähl ich da gerade? Ich baue das Dino Gehege. Ja. Ich würde das hier einfach weiterbauen. Von dem kleinen Ding hier einfach weiter geradeaus. Wo bist du denn? Ja, da wo wir, wo unser kleines Häuschen steht. Ja. Das Häuschen können wir ja nachher abreißen, aber die ganzen. Ja. Ich frage mich halt, ob ich auch darüber bauen will, so. Aber würde man dann tatsächlich so häufig da einfach rübergehen? Diese ganze Distanz? Nein. Nur um, keine Ahnung. Nein. Man wird sich alles an einem Fleck bauen. Hm. Also ich fände es halt ganz geil, wenn wir so eine funktionelle Aufteilung hätten. Dass wir hier drüben zum Beispiel so Lifestyle-Sachen haben, wie Küche, Wohnen und sowas. Küchen, und da hinten halt so die ganzen Werksachen. Ich würde jetzt gerne. Oder soll ich? Wird das Haus denn noch nach hier hin erweitert? Eigentlich nicht. Man könnte es aber machen. Sieht ja schon ganz cool aus, muss ich ja so sagen. Außer du hast hier oben. Halt so ein paar Sachen, du hast bei den Ceilings gefailt. Was? Ich? Wo? Guck mal hier oben. Was denn? Oben drauf oder wo? Ja. Achso, ja. Das war schon vorher so. Wie, das war schon vorher so? Bevor du das gebaut hast? Ja, ja. Achso. Ich brauche halt unbedingt noch ein paar Fenster. Diese Fenstersachen. Quasi hier links diese Wand. Brauche noch zwei. Hallo? Ich wollte es dir gerade zeigen. Hallo? 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 Was? Ja, du brauchst noch Fenster und Wände, so wie unten. Ich brauche noch 3 Fensterdinger. Hallo, was ist das denn? 3 Fensterdinger, 4 hier vorne. 3 Wände für hier oben drauf. Dann mache ich hier so einen 2x2 breiten Gang. Und dann halt noch eine Decke. Weiß nicht, was wollen wir für eine Decke nehmen? Ein Spitzdach? Könnten wir. Wäre halt ganz cool. So, das wäre auch im Style von den Holzfällern. Ja. Ich muss jetzt halt irgendwo dann anfangen, das Gehege zu bauen. Das müsste ja
Soll ich einfach hier anfangen und in die Richtung? So? Dann nach links oder rechts dann? Ich kann auch in die Richtung. I don't know. Könnte man aber machen, ja. Weißt du denn, wie du die einzelnen Fan Foundation gerade aufeinandersetzt? Ja. Machst du das dann auch? Ja. Sehr schön. Ja, so. Oh, die Folge ist schon wieder sehr lang. Ich beende jetzt mal hier wieder. Ihr habt unseren Plan gehört und ihr habt was Böses gesehen. Was Trauriges. Also, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Ark. Ciao, ciao.